Oh mein Gott, meine Freunde, heute gibt es ein 10.000 Euro Suchnummerstecken im Mediamarkt! Ja! Hä? Robin? Wisst ihr was? Ich klau den jetzt einfach. Ey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute wird's richtig krass, denn ihr habt gerade schon gehört, wir machen heute ein 10.000 Euro Suchen und Verstecken im Mediamarkt. Und heute habe ich richtig viele Special Gäste dabei, unter anderem einmal den Lukas. Was geht Leute, alle Hashtag Team Burger Pommes in die Kommentare. Dann Premiere dieser Kombo und zwar Anton. Moin! Leute, Anton heute auch am Start. Alter, richtig geil. Anton, ey, wir sehen das erste Mal in Real Life, Digga. Ja, und wie ist total es? Total krass, total heftig. Und auch noch kein Merch hat der andere. Ja, ja, bester Merch auch noch an. So Leute, und Leontin natürlich auch dabei. Moin zusammen mit dem Johnny und genau. Mamain. Und dann haben wir noch drei Special Gäste dabei. Und zwar, ihr könnt euch mal gerne einmal vorstellen. Ich bin Sophia. Ich bin Sarah. Ich bin Lisa. Okay, sehr, sehr cool. Und ihr macht heute auch das allererste Mal mit, ja? Leute, ja. Deswegen, ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, ob wir mehr mit den drei machen sollen. Das ist quasi jetzt ein Team heute, das heißt, die drei, ihr seid zusammen. Hä, das ist aber unfair! Ey, du hast, wieso das denn? Als ich das erste Mal Verstecken gemacht habe, ich durfte auch nicht Team machen. Ja, aber du bist jetzt schon 500 Mal hier gewesen. Okay, Jungs und Mädels, ihr habt jetzt 2 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Let's go! Oh mein Gott, let's go, Leute! Ja! Alter, ey Leute, ich werde die anderen so auseinanderlegen. Und wo werden wir uns verstecken? Keine Ahnung. Oh mein Gott, der Mediamarkt ist so riesig. Leute, alle laufen in die gleiche Richtung. Ich gehe jetzt mit Absicht mal hier in eine andere Richtung, Leute. Weil ich bin hier der übelste Versteckkenner, Leute. Ich kenne hier alle Verstecke, weil ich hier schon selber Mannheim-Sieg gemacht habe. Lass uns irgendwo hinter Boxen oder so. Was ist, wenn wir uns irgendwo reinmachen können? Ja, hier hinter Boxen. Aber da müssen wir alle durchpacken. Ich habe sogar einen Versteck gefunden. Alter, Leute, ich sag euch, ich werde die 10.000 Euro holen. Also wir rocken das Ganze hier. Wir werden die 10.000 Euro mitnehmen. Oh, guck mal da. Leonti, wo versteckst du dich? Ey, keine Ahnung. Ich kenne diesen Mediamarkt genauso wie meine linke Hosentasche. Komm, wir gehen nach da ganz hinten. Ey, ich bin echt gespannt. Wie gesagt, kommt ihr gerne vorbei. Mediamarkt Ludwigshafen, die Adresse gerade eingeblendet, sehr, sehr nice. Und ja, ich würde sagen, ich warte jetzt erstmal hier, bis es dann losgeht und die sich verstecken. Jo! Ja, wir gehen da rein und dann machen wir. Hier können wir uns verstecken. Und ganz runter. Gib mir die Kamera. Er kommt. Los jetzt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, dass Marvin uns da nicht zuvorkommt. Wir gehen jetzt erstmal hier kurz durch die Gaming-Abteilung durch. So, Leute. Moin, Leontin! Hey, ich habe eine richtig gute Idee, Leontin. Ich gehe gleich ins Lager und benutze den Aufzug, weißt du? Ey, ich gehe da rein. Ey, das ist mein Versteck, Mann. Lukas, gibt's hier so eine, so einen Korb, wo Kuscheltiere drin sind? Ja, ja, da hinten. Da kann ich mich da reinsetzen. Da, ja, da gehe ich rein. Wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Warte, und jetzt, das ist blöd, guck mal da. Ist okay. Komm du da rein. Ist okay. Nein, da. Ah, okay, gut. Okay. Los, setz dich euch. Wir werden uns gleich wieder bewegen. Ey Leute, wir haben das Beste. Guckt mal, hier ist niemand. Ich habe eine Idee, was, wenn wir uns bewegen immer? Von ihm weg. Nein, 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 wir bleiben hier. Also, wir können mal gucken. Vielleicht passt einer von euch da rein. Da. Ja, da geh ich rein. Gehst du da rein? Ja. Okay, okay, ich helfe dir dann. Ja. Oh, ich glaube, Leontin, du bist ein bisschen zu dick, du passt da nicht rein. Okay, Anton, so? Ja, so ist gut. Leute, ich bin jetzt hier in meinem Versteck, das ist so krass, ne? Ich sag euch, ich werde gewinnen. So, und wie gesagt, wenn Marvin bei dir war, dann Versteck wechseln, das ist gut. Ja, ich gehe jetzt in die Mitarbeitertür. Komm mit. So, Leute, ich habe mir jetzt hier noch einen Red Bull gezischt. Derzeit, wo ich hier warten muss. Let's go. Ich bin echt gespannt. So viel Geld. So Leute, 2 Minuten rum. Ich würde sagen, ich komme jetzt erstmal. Let's go. Burger Pommes, Bruder. Ganz vorsichtig, Leonie. Leute, da hinten ist Marvin. Digga, da fährt er mit dem E-Scooter rum, Junge. Gerade so weggekommen von Marvin nochmal, Leute. Ich würde sagen, jetzt pranken wir den mal erstmal ein bisschen den Meister. Hallo, Marvin. Hä, Digga? Digga, das war Lukas, der ist bei Info. Burger Pommes auf die 1. Digga, den hol ich mir jetzt. Der glaubt wohl, dass ich so schnell hier unterwegs bin. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Auch nicht. Okay, der denkt jetzt, ich bin bei der Kasse, Leute. In Wirklichkeit bin ich das aber gar nicht.
Er muss doch hier irgendwo hinter sein. Boah, jetzt ist er schon wieder weg, oder was? Oh, Mann, ey. Anton! Anton, wenn du gewinnst, wir machen Hälfte-Hälfte, ja? Hälfte-Hälfte. Leute, okay, ich würde wieder. Ich habe gesehen, wie er einen Roller genommen hat. Wir müssen jetzt uns zur Kasse machen. Also Leute, das ist sehr knapp. Ich schwitze hier total. Oh mein Gott, Leute, er ist gerade bei der Kasse. Zum Glück sind wir da weggegangen. Das kann's nicht sein. Wo sind denn die ganze Zeit? Hey, ich habe eine gute Idee. Wir können Pokémon-Karten aufmachen. Ja. Wir haben einfach Schokobons. Wir haben übelst krasse Süßigkeiten hier, Bruder. Das ist ja richtig krass, Leute. Leute, da kommt Marvin. Digga, oh mein Gott, das ist Marvin, Leute. Oh mein Gott, Leute, er hat mich nicht gefunden. Digga, hat er da seinen E-Roller gelassen? Oh, ich muss ja irgendeinen hier finden. Oh mein Gott, der hat seinen E-Roller hier gelassen, Junge. Wisst ihr was, ich klau den jetzt einfach. So ein Ding ist das, Leute. Oh mein Gott, let's go! Einfach E-Roller von Marvin geklaut, Leute. Leute, er war bei der Kasse, wir gehen dorthin. Sarah, was sagst du? Ich sag, wir gehen. Oh, ich brauch einen Snack. Nein, ich geh mir jetzt einen Snack holen, okay? Schreib mir jetzt in die Kommentare, wo ihr jetzt hingegangen wärt. Anton, komm. Ich geh mal da ins Zutritt nur für Mitarbeiter. Ich glaube ehrlich, ich finde heute gar keinen mehr. Also ich habe noch nichts gefunden, ich habe keinen gesehen. Hier ist... Oh, Alter, fast gestolpert, da ist auch kein Alter. So Leute, auf geht's zu Anton. Oh mein Gott, Leute, der ist gar nicht mehr hier. Wo ist jetzt Anton denn? Digga, das ist Marvin, Leute. Kannst du übrigens Süßigkeiten nehmen, der findet uns eh nicht. Der ist ganz hinten. Ich weiß. Der hat bestimmt noch niemanden gefunden, Leute. Marvin hat auch komplett Tomaten auf den Augen vom Burger, weißt du? Wisst ihr, der nimmt die immer raus und die hat er sich auf die Augen gepackt. Ich bin Ash Ketchum aus Alabastia. Ich brauche einen Pokéball. Gib's dir einen Pokéball, ich catch einen von den Leuten. Wir haben uns jetzt bei den Fernsehern. Geht da rein. Leute, Sina ist hier unsere Kontrollwache. Also wir sind echt aufgeregt. Das ist unser erstes Mal hier bei denen im Video. Und das ist auch unser allererstes Mal in YouTube. Okay, Leute, ich würde erstmal sagen, wir bleiben hier. Sarah holt sich gerade einen Snack, keiner weiß wieso. Oh ja, hier haben die einen. Let's go! Pokéball! Wenn ich einen hab, dann fange ich den. Schmeiß ihn einfach damit ab, dann geht er da rein. Hier ist für euch zwei Gott, sehr süß. Wir brauchen das zwar nicht, aber okay. Ey, da geht doch gerade eine Tür irgendwie auf, wenn sich ob er wackelt oder nicht. Digga, was ist das denn hier? Bro, wer hat denn hier die Pokémon-Karte alles aufgerissen? Hier war doch einer, ich bin Pokémon-Trainer, ich hol mir die Leute. Alter, Yu-Gi-Oh-Karten, Bro. So, ich würde sagen. Ja, schaut mal hier. Boah, die ist krass, Digga. Magnum, der Ablöser. Da hinten ist der. Oh mein Gott, ich sehe den von hier, Leute. Ich verfolge den noch mal ein bisschen, unauffällig. Aber vorher mache ich noch mal wieder eine Durchsage kurz, Leute. Burger Pommes auf die 1. Ich habe euch gefunden. Ey, ich habe euch gefunden. Ihr seid gefunden worden. Haha. Da. Ich habe euch beide gefunden, alle drei. Wir waren irgendwo ganz warm ist die ganze Zeit, wir mussten uns auf einmal bewegen. Ja? Ja. Ey, aber cool, dass ihr... Ey, könnt ihr mir helfen, die anderen zu finden? Mhm. Ja. Macht ihr das? Mhm. Wenn ihr wollt, ihr könnt euch auch trinken und Schokolade nehmen da vorne. Ich habe den Anton noch da rennen gesehen. Ehrlich? Ja. Ey, Jungs, das geht. Ich ja, mach du mal. Hörst du mit mir oder Jungs? Ja, ich habe den geklaut von Marvin. Marvin! Ey, willst du mal mitfahren? Marvin! Hä? Marvin! Digga, ist hier. Alter, was für Hohlmachtsbäuchlein! Das Einzige, was Hohlmacht, ist gleich dein Kopf! Ich glaube, ich weiß ja, dass wir bei der Kasse sind, Leute. Alter, guck dir mal Leontin an. Ey, Omid, ich seh dich!
Ey, glaubst du, das ist Omid? Ja. Heute Omid macht auf einmal auch mit beim Hide and Seek. Ey, Jungs, entspannt euch mal kurz. Ey, mach mal ruhig jetzt hier. Die Leute gehen jetzt hier in diese Kühlschränke. Bei Marvin kommt da einfach eskaliert direkt. Ey, was machst du denn hier? Ich brauche noch ein paar Akkus, Mann. Ich bin der Mediamarkt da drauf. Also, ihr seid hier in der Story. Ey, dann bist du einfach hier, oder was? Ja. Digga, einfach Omid mit am Start, Leute. Unser Autohändler unseres Vertrauens, ey. Ich bin dein Vater. Komm jetzt aus deinem Versteck. Ja, lass mal gut, mal gucken, ob ich sie finde. Da ist auch keiner drin. Hier auch nicht. Ey, ich finde euch alle. Kommt raus jetzt aus euren Löchern. Yeah, wo sind die denn alle? Boah, es macht gar keinen Spaß mehr. Ich finde gar keinen, ey. Hier ist vielleicht einer drin. Auch keiner, Mann. Boah, was ist das denn? Digga, mein E-Roller! Digga, hier war irgendjemand. Ist auch keiner. Kein Bock mehr, ich laufe. Was ist das denn für ein Mist, Mann? Ey, ich hab keinen Spaß mehr daran. Digga, da bin ich eiskalt. Ich hoffe nur, Leute, der ist ja so komplett blöd, Alter. Ey, der ist ganz dahin, der ist eiskalt an mir vorbeigelaufen eben. Der ist auch, ich lag in dem Schrank drin. Und der ist an mir vorbeigelaufen. Digga, was? Es sind ja noch Anton, Lukas und... Und das Mädchen Leontin, richtig. Hey, das ist irgendwie nicht so bitter sauer. Komm, wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo Leontin finden. Wir haben gerade Leontin gesehen. Echt, wo denn? Wissen wir nicht, hat uns nicht verraten. Er ist noch da gelaufen. Okay, meint ihr, wir finden den? Ja. Alter! Die Mädels laufen da hinten lang. Ich guck hier. Pokéball am Start. Damit fange ich ihn ein. Pass auf, das klappt, Leute. Vertraut mir. Digga. Da denkt jetzt, da ist jemand. Das müsst ihr direkt ausmachen, Leute. Hier hinten ist der, Leute. Oh mein Gott, schaut mal. Hat er das nicht gemerkt, Digga? Wo sind lang gelaufen? Da hinten? Wer denn? Lukas. Echt jetzt? Nein. Wir haben den blauen Pullover gesehen. Oha. Wir gehen jetzt nochmal an die Kasse, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, ob das wir ihm so sagen, Leute, irgendwie dreh dich um oder sowas. Also etwas, wo er richtig verwirrt sein wird, ne? Ganz da hinten ist er wieder. Ist zu witzig, Leute. Oh mein Gott. Was hättest du mit dem Geld gemacht, wenn du gewonnen hättest? Ich hab etwas gekauft. Was hättest du gekauft? Keine Ahnung. Irgendwas, was für mich jetzt nützlich ist. Was wäre nützlich für dich? Ein Kühlschrank? Ah, 1, 2, 3. Dreh dich um, Marvin. Dreh dich um, Marvin. Dreh dich um. Hä? Digga! Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob wir mal ein Video machen sollen, wo sie bestimmen darf, dass wir Leontin schminken. Wir werfen jetzt einfach mal ab hiermit. Let's go Ostern. Ja. Das ist eine gute Idee, oder? Ja, dann machen wir das mal. Alter, was ist das denn? Da flog gerade irgendwas. Bro, was ist das denn? Hast du das gerade geworfen? Nee, aber ich glaube, das war Leontin. Wie Leontin? Wo ist denn der? Von der Küchentür. Irgendwo war einer. Was? Digga, du bist gefangen. Du hast dich verraten. Let's go. Scheiße. Die hat mich verraten. Ich hab dich. Mann, wer wurde noch? Wurde Leontin schon? Nein. Und Lukas? Auch nicht. Aber ja. Du bist gekommen. Komm mal her, Anton. Ja. So, du bist jetzt gefunden worden. Ja, okay. Ja, woran lag's? Weiß nicht, die hat mich verraten. Nein, hat sie nicht. Die ist viel, viel dümmer. Ey. Du hättest mich eh nicht gefahren. Digga, die 10.000 Euro gehören jetzt... Hier, ich hab den gefunden. Manu, wir haben gerade Marvin da vorbeilaufen gesehen, die ganze Zeit. Marvin? Lukas. Ach so. Ich werde den jetzt einfach nochmal abwerfen damit, Digga. Bis ich ihn treffe, Leute. Irgendwo da hinten ist der. Wo ist jemand? Alter, Digga, Lukas! Was soll das denn? Ich hab dich gefunden, ey. Du bist raus. Hey,
Ich hab dreimal Leute abgeworfen. Nein! Ey, du bist so oft bei mir vorbeigelaufen. Ey, ich hasse dich, Alter. Ich auch, ich hasse Mann. Dich. Mann, Leute, ich gönne Leontin das Geld und deswegen, ne, hab ich dir freiwillig aufgegeben. Soll ich dir was sagen? Was? Alle, ey, schick die Burger-Pommes in die Kommentare! Burger-Pommes! Hallo! Alter! Hey! Lukas! Ich glaub, der ist in einer Kasse. Meinst du? Lass doch schnell hin. Digga! Komm ganz schnell zur Kasse! Alter! Let's go! Ich glaube, der weiß schon, dass der gewonnen hat. Meinst du? Ich glaube. Ich weiß nicht. Meinst du? Ey! Ja. Da bist du ja! Hast du ja, hast du! So, Leontin, dein ganz Geld! Alter! Let's go, Digga! Ey, ich gönn's euch! Boah, Ehre! Ja, verpasst das schön bei Omid im Auto. Ja, Rhein-Neckar. Neuen Lambo. Alter. Genau, kommt gerne vorbei. Ja, wir holen jetzt doch ein Lambo! Ja! So, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst einen fetten Daumen nach oben da. Checkt unbedingt die Jungs ab alle und verlinkt. Und vielen Dank nochmal an die Media Bugs. Wir drehen noch. Und ciao! Ciao.